Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen, Freunde des gepflegten Klemmersteinbaus. Und zwar heute zu einem Video mit dem Thema: Kuhui, mussten die blauen Pins denn wirklich sein? Okay, ist natürlich nur Spaß. Sie verstecken es ja nicht auf der Verpackung. Dementsprechend kommen wir jetzt zum wirklichen Thema, und zwar dem Kuhui Set Nummer 8011, ab 8 plus geeignet. Ich weiß ja nicht, das ist ein ferngesteuerter Panzer, ob der unbedingt ab 8 plus sein muss. Mit 453 Teilen. Den Kuhui Technical Masters ferngesteuerten Panzer. Wir haben ja jetzt noch so die verschiedensten Sachen drauf, auf die ich kurz eingehen möchte. Also auf jeden Fall ist dieses Set nach Angaben 28 cm lang, 16 cm breit und 12 cm hoch. Das ist jetzt aber wirklich nicht das Spannendste. Also wir haben schon mal ein A-Modell und ein B-Modell. Und vor allen Dingen haben wir zwei Engine Units, also zwei Motoren. Ja, zwei Motoren, ich verspreche mich nicht, Plural, zwei Motoren. Und wir haben eine Core-Box, also eine Akku-Box und ein Controller. Wir haben auch hier oben eine relativ schön gestaltete Box, also dieses Grün-Schwarz-Silber gefällt mir sehr gut, aber viel zu sehen ist jetzt nicht unbedingt. Hier unten haben wir die Fernbedienung mit den Hinweisen, was für Batterien drinnen kommen und wie man die Fernbedienung benutzt. Dann haben wir nochmal eine Abbildung von der Batteriebox, haben nochmal die Sicherheitshinweise auf der anderen Seite. Auf dieser Seite hier haben wir Bricks mit Remote Control nochmal erklärt, was das heißt. Und auf der Rückseite haben wir nochmal das B-Modell abgebildet, so ein paar Funktionen abgebildet. Und das war es im Endeffekt auch schon. Und ich würde sagen, ich mache jetzt auf jeden Fall mal die Box auf. Wir gucken uns die Teile an, die Motoren an und die Akku-Box an. Und dann freue ich mich schon sehr, das Set hier zu bauen. Der erste Pluspunkt gerade wieder an der Stelle: die Box ist zerstörungsfrei zu öffnen. Sehr cool. Dann haben wir hier nochmal die Gebrauchsanleitung. Die offizielle Bezeichnung für den Panzer ist der Militärpanzer QH8011. Werde ich mir auf jeden Fall vollständig durchlesen. Dann haben wir eine hochwertig wirkende Anleitung. Sehr, sehr schönes dickes Papier, ist klammergebunden. Das erste, was aber wieder auffällt: das B-Modell muss gedownloadet werden und ist nur digital verfügbar. Und eben nicht als Papieranleitung beigelegt, macht ja Lego in letzter Zeit leider genauso. Ich bin immer noch ein Fan davon, wenn man von beiden die Anleitung hat. Auf der Rückseite von der Anleitung haben wir nochmal das B-Modell mit 2 in 1. Und dann würde ich sagen, machen wir mal die Anleitung auf. Und da zieht sich dieses Hochwertige durch. Also es ist wirklich eine schöne Anleitung. Die Farben her passen gut, die Darstellungen sind schön gewählt. Es wird jetzt nichts ausgegraut, was gebaut wurde. Es wird alles in Farbe dargestellt. Also es wird auch nicht blasser gemacht oder so. Dann haben wir noch so ein paar kurze Erklärungen zu den Motoren und der Akkubox. Und noch eine Erklärung dazu, wie man die richtigen Achsen findet. Insgesamt hat die Anleitung 27 Seiten und 128 Bauschritte. Die letzten zwei Bauschritte sind aber nur noch Sticker kleben, also davon 126 echte Bauschritte. Dann haben wir hier hinten nochmal so eine kleine Teilübersicht. Könnt ihr gerne mal anhalten und euch das Ganze reinziehen, wenn es euch interessiert. Ich mache jetzt auf jeden Fall die Motoren und die Akkubox auf und das gucken wir uns nochmal zusammen an, bevor wir anfangen zu bauen. So, und wir haben hier diese zwei kleinen Motörchen drin, also wirklich so ein kleiner handlicher Motor und die Akkubox. Die Akkubox ist tatsächlich schon ein bisschen vorgeladen, was jetzt erstmal für die Zwecke, dass ich euch zeigen will, reicht. Dann haben wir hier quasi zwei Micro-USB-Anschlüsse, also diese ganz normalen, wie es in den alten Generationen von Handys verbaut war. Und wir haben diese Fernbedienung. Also die Fernbedienung ist, gelinde gesagt, ein bisschen ein Witz, also das ist wirklich ein winziges Ding. Wir haben da drei 3A-Batterien drin. Macht jetzt nicht den hochwertigsten Eindruck, ehrlich gesagt. Und man soll hier die Steuerknüppel bzw. die Joysticks noch bauen. Also da ist eine Achse und dann da nochmal ein Stopper drauf. Das ist jetzt nicht unbedingt die Baukunst, die man unbedingt sehen muss. Ich werde es auf jeden Fall bauen, natürlich, um es euch dann am Ende zu zeigen. Aber gut, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Also wenn ich das mit den Kader-Fernbedienungen aus den kleinen 15 bis 20 Euro Sets, die auch ferngesteuert sind, Vergleich, ist die Fernbedienung ein Witz. Aber die Kader-Sets haben natürlich jetzt auch nicht so viel an Technik drin. Aber sei es drum, ich mache jetzt mal die Fernbedienung an und mache mal die Akkubox an. So, und dann sehen wir schon, die blinken jetzt beide, jetzt haben sie sich verbunden. Und dann sehen wir, also beide Motoren sprechen gleichzeitig an. Also egal, ob ich jetzt nach vorn drücke, nach hinten drücke oder zur Seite drücke, beide Motoren springen immer gleichzeitig an. Die machen auch ganz schön Dampf, also die sind relativ schnell, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie sich das dann auf die Haltbarkeit auswirkt, wenn so ein kleiner Motor so viel Dampf quasi macht. Also ihr seht ja, das geht schon voran. Aber ich würde sagen, wir haben echt genug gelabert. Ich packe jetzt die Tüten aus, fange an zu bauen und wir sehen uns beim ersten wichtigen Bauschritt wieder.
Der Bau geht voran und macht wirklich, wirklich Spaß. Wir sind jetzt schon bei Bauschritt Nummer 52. Und das ist der Bauschritt, vor dem die Ketten draufkommen. Und bevor ich jetzt die Ketten hier drauf baue, möchte ich euch einfach noch gerne ein paar Sachen zeigen. Wir haben im Endeffekt schon die Akkubox und die zwei Motoren so ein bisschen in dem Technikgerüst eingebaut. Kabelmanagement haben wir noch nicht betrieben, muss man aber halt bei so einem Set in der Größe wahrlich nicht. Also generell ist natürlich gesagt, dass ihr hier keine riesige Technik-Raffinesse erwarten könnt. Es sind Technikteile, es sind zwei Motoren, es ist eine Akkubox. Aber hier passiert nicht viel, wo man sagt, okay, das ist jetzt Lego-Technik quasi, dieser Grundgedanke, ich baue ein Getriebe oder sowas. Ist natürlich in einem Panzer nicht drin, ist eigentlich auch selbstverständlich, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Ansonsten, mir gefällt dieser dunkle Grünton, ich würde fast sagen, das ist so ein Olivgrün, sehr, sehr gut. Die Farbtreue von den Teilen ist bisher wirklich gut, die Qualität geht so. Das Problem ist, dass die Teile nicht so das Baugefühl haben wie die geilsten Technikteile, die man eben je hatte. Liegt jetzt einmal daran, dass man oftmals sehr stark drücken muss, bestimmte Pinne in die Pinaufnahmen zu kriegen oder nicht unbedingt sogar zu stark drücken muss, sondern dass man halt da halt so einen gewissen Produktionsspielraum drin hatte, so einen Qualitätsspielraum, wodurch man dann eben da ein bisschen wackeln, drücken, ziehen und ein bisschen pressen muss, damit es dann am Ende so passt, wie es passt. Das hält sich zwar an Grenzen, aber ist natürlich ein Punkt, den man zur Teilequalität mal mit erwähnt haben muss. Andererseits hat natürlich trotzdem alles vom Bau funktioniert, also ich hatte noch keinen Punkt, an dem ich wirklich verzweifelt bin. Es hat alles gut funktioniert, die Anleitung ist sehr verständlich, ist wirklich sehr einfach, also daher kommt die Altersangabe von dem 8 Plus und die kann ich bisher auch wirklich teilen. Also da geht auch pro Bauschritt nicht viel los, wir haben da immer so 5 bis 6 Teile pro Bauschritt, es ist wirklich einfach. Aber wie gesagt, ich wollte euch ja mal so ein bisschen jetzt die Technik zeigen. Recht viel mehr an Technik kommt ja nicht mehr dazu. Beziehungsweise wir haben den ganzen Technik-Part schon gebaut. Ich mache jetzt mal die Batteriebox an. Haben wir hier hinten den Schalter. Und dann haben wir ja hier diese wundervolle Fernbedienung. Und wir sehen es, also ich drücke mal nach vorn. Ich drücke mal nach hinten. Und dann drehen sich die hier mit. Also die drehen sich auch nur vorne mit, die hinteren drehen sich nicht mit. Ja, und das ist im Endeffekt alles. Die Lenkung wird auch darüber realisiert, indem sich dann eben hier diese zwei Aufnahmen für die Kette am Ende entgegengesetzt drehen, wenn ich lenke. Ist jetzt natürlich auf der Kamera schwer zu sehen, aber wenn ich nach rechts lenke, dreht sich dieser hier so rum, also gegen den Uhrzeigersinn, und der andere im Uhrzeigersinn mit. Und das ist im Endeffekt die gesamte Technik. Also wir haben hier ein Zahnrad und hier ein Zahnrad und diese zwei Zahnräder übersetzen es eben auf diese zwei Zahnräder, die es dann am Ende auf die Achse übersetzen. Ist wie gesagt jetzt nichts super Spannendes, aber trotzdem ist es eine schöne Lösung bisher. Ich bin mal gespannt, wie das dann mit den Ketten funktioniert. Die Ketten bei so einem Set müssen ja dann auch ein gewisses Niveau haben, damit es am Ende dann auch auf einem zum Beispiel glatten Tisch gut fährt. Da bin ich sehr gespannt, wie die funktionieren. Wir haben solche relativ großen Kettenglieder, die haben wir schon mal beim Kwui Hui Bagger gesehen. Da waren sie in Ordnung, aber der war natürlich auch nicht elektrisch angetrieben. Also ich würde sagen, lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich werde jetzt erstmal die Ketten zusammensetzen, mach sie drauf und dann können wir vielleicht schon mal den ersten Eindruck darüber gewinnen, wie die Ketten fahren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Bauschritt wieder. Bis dann. Und die Ketten zu bauen war diesmal wirklich sehr, sehr kurzweilig, weil wir ja relativ große Kettenteile haben, dementsprechend relativ wenige. Es sind 36 Kettenglieder pro Kette und das ist eigentlich eine echt coole Zahl, finde ich, weil wie gesagt, das ist sehr, sehr schnell realisiert und das Kettenbauen ist ja sonst eines der nervigsten Sachen, wenn man jetzt so einen Panzer baut. Die Ketten sind schön gespannt, also wir haben hier ein schönes Druckgefühl drauf. Also ich habe erst gedacht, sie sind ein Stückchen zu fest. Sie sind auch an und für sich ein bisschen sehr fest. Wir haben da sehr viele Vibrationen drin, auch wenn wir fahren. Aber das würde ich jetzt bei anderen Sachen, würde ich mir wünschen, dass es smoother läuft. Aber bei so einem Panzer passt das sehr, sehr gut zusammen, weil diese Vibrationen am Ende eine gewisse Mächtigkeit darstellen, wenn das Fahrzeug fährt. Und das werdet ihr auch gleich sehen. Also ich wette, die Kamera wird wackeln, weil der ganze Tisch so ein bisschen mit vibrieren wird. Aber wie gesagt, finde ich bei dem Panzer jetzt richtig cool. Aber ich kann da ja so viel erzählen, wie ich will. Wir müssen es uns einfach mal angucken, würde ich sagen. Dementsprechend wird das Ganze wieder angeschalten. Die Fernbedienung wird auch wieder angeschalten. Und dann... Also ihr seht, der fährt ziemlich gut. Der Tisch ist sehr, sehr glatt. Und dafür fährt er wirklich richtig gut. Ich meine, er ist ein bisschen schnell, kann ihn halt auch nicht irgendwie gedrosselt fahren lassen, also so in Marschgeschwindigkeit oder sowas, das geht nicht, weil wir haben entweder Vollgas oder kein Gas.
Aber so in dieser Einsatzgeschwindigkeit, also schnell irgendwie durch Gelände preschen, da macht das richtig, richtig Bock. Ich werde dann auf jeden Fall auch nochmal mit euch rausgehen und wir gucken uns an, wie er so im Gelände performt. Aber ich habe bisher wirklich sehr, sehr viel Spaß damit gehabt. Ich habe ihn ja schon ein bisschen getestet jetzt, aber natürlich muss ich ihn erstmal fertig bauen und dann gehen wir fertig raus. Obwohl ich jetzt schon Lust hätte, mit dem Ding nur so rumzufahren, weil das ein richtig cooles Gefühl ist. Aber ich würde sagen, ich baue das Ding jetzt zu Ende. Es ist ja im Endeffekt nur noch Huch, da bin ich schon wieder auf die Fernbedienung gekommen. Sie haben im Endeffekt nur noch Verkleidungsarbeiten. Die sind jetzt nicht unbedingt so wichtig zu zeigen. Außer wenn ich jetzt irgendwas habe, wo ich mal drauf eingehen will, weil ich da irgendeinen großen Fehler habe oder irgendwas Besonderes habe. Wenn nicht, seht ihr jetzt gleich den fertigen Panzer. Und fertig ist der RC Militärpanzer QH8011. Und ich muss sagen, schon allein der Bau von diesem Panzer hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber trotzdem haben wir ein paar Sachen, über die wir reden müssen. Also ein kleiner Kritikpunkt ist, wir haben sehr, sehr, sehr offensichtliche Angusspunkte auf dem Set. Das kann man alles ein bisschen schöner lösen. Aber die passen gut zur restlichen Teilequalität, dass sie baubar sind, Spaß machen, am Ende halten. Aber eben jetzt kein absolutes hochpreisiges Qualitätsprodukt sind. Ansonsten finde ich die Verkleidung schön gelungen, ist natürlich immer so in diesem spartanischen Technik-Look, aber das passt zu dem Panzer wirklich sehr, sehr gut dazu, meiner Meinung nach. Und dementsprechend gibt es von mir da aussehenstechnischen Daumen nach oben. Wenn wir über das Aussehen reden, bin ich auch ganz froh, dass das hier Sticker sind. Die brauche ich nicht unbedingt auf diesem Panzer drauf. Also da bin ich froh, dass es Sticker sind. Ich bin ja sowieso bei Spielsets immer der Meinung, dass da Sticker viel mehr gerechtfertigt sind als bei einem Vitrinenmodell. Ich habe diese Zeichen lieber nicht drauf. Die machen meiner Meinung nach den Panzer nicht schöner. Wenn aber jetzt irgendjemand anders denkt, die machen den Panzer viel, viel cooler, kann er eben die Sticker aufkleben, was in dem Fall wirklich eine gute Entscheidung war, das als Stickerbogen mit beizulegen. Dann haben wir noch eine kleine Technikfunktion, die aber auch sehr spartanisch ist. Also es ist wieder ein Zahnrad in so einem Teil hier, was im Endeffekt dafür sorgt, dass man hier vorne das Geschütz so ein bisschen nach oben und unten bewegen kann. Der Bewegungsradius ist sehr, sehr eingeschränkt, aber das ist auf jeden Fall eine interessante Funktion, die auch so cool gelöst ist, weil eben das Geschütz auch in der Stellung, wo man es eingedreht ist, bleibt und nicht dann wieder nach unten klappt. Und selbst beim Fahren bleibt das Geschütz in der Stellung. Ansonsten gibt es nicht mehr viel dazu zu sagen. Ich war auf jeden Fall schon mal mit dem Panzer draußen. Das werde ich euch alles jetzt nochmal einblenden. Sieht man ihm jetzt nicht so unbedingt an. Der hat jetzt nicht viel Dreck aufgesammelt. Liegt halt daran, dass man, wenn man jetzt den Geländetest macht, eher über Schnee und Eis fährt, als über steiniges Gelände oder durch Gras. Aber wie er sich da geschlagen hat, seht ihr auf jeden Fall jetzt nochmal gleich. Und danach kommen wir zum Fazit. Also bevor wir hier anfangen, muss ich sagen, das ist natürlich ein Härtetest und dass ich den hier mache, hat nur den Sinn, damit ihr es zu Hause nicht nachmachen müsst, weil natürlich, es ist hier sehr viel Schnee, es ist ein nasses Wetter, da sollte man nicht mit so einem RC-Panzer raus. Ich mache es eben trotzdem, um euch zu zeigen, ob es generell funktionieren würde. Und wir fangen jetzt schon mal an, mal schauen, wie er sich durch den Schnee hier wühlt, dass sich noch ein bisschen in Grenzen hält und vor allen Dingen auch keine großen Hügel oder Berge drin sind. Und ihr seht schon, der kann da richtig, richtig gut fahren, hat auch ein mordsmäßiges Tempo noch drauf. Er gräbt sich immer ein bisschen ein beim Wenden, aber sobald er dann wieder geradeaus fahren kann, geht das wieder richtig voran. Jetzt kommt hier mal ein Härtetest. Das ist Schnee, der auch noch in verschiedenen Ebenen ist, also immer einen Auf- und Abstieg hat und dann auch noch ziemlich tiefer Schnee. Mal schauen, wie er sich da durchgräbt. Und ich finde das schon mal bemerkenswert, wie gut da das macht. Also ernsthaft, klar, er ist auch schon mal stecken geblieben, hat sich dann eingegraben, aber wie gut der das macht. Ich meine, das ist ja kein Riesenpanzer, das ist ja wirklich ein kleiner Panzer und das ist echt top. Und als letztes fahren wir nochmal über einen Weg, der so matschig ist, ein bisschen Gras ist dabei, ein bisschen Schnee ist dabei und ein paar kleine Steine. Also auch nochmal nicht das einfachste Terrain. Und ihr seht, der kann sich da gut durchkämpfen, hat aber schon mehr zu tun als auf dem Schnee und man muss sagen, das ist jetzt wirklich Marschtempo, wie er fährt.
Also ich muss sagen, das Set ist wirklich, wirklich cool. Hätte das eine Steinequalität wie von den führenden Technikherstellern, dann wäre das das beste Set, was ich dieses Jahr gebaut habe. Und das heißt schon was, weil ich habe dieses Jahr wirklich viele Sets gebaut. Damit hat Kuhui wirklich abgeliefert. Vom Spielspaß her ist das ein Top-Set. Und dabei ist es eigentlich so einfach. Es sind nur zwei kleine Motoren, die Akkubox und eben die paar kleinen Technikfunktionen. Aber es macht einen riesigen Spaß. Und dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, kauft euch dieses Teil. Das kostet zwischen 30 bis 50 Euro. Wenn ihr es gut kauft, wie gesagt, eher gegen 30 als gegen 50 Euro. Und das ist dieses Set auf alle Fälle wert. Wir hatten ein paar kleine Kritikpunkte, aber die sind eben wirklich winzig im Vergleich zu dem, was dieses Set an Spielspaß bringt. Ich persönlich habe es bei Kaufland gekauft. Werde es euch auch mal bei Kaufland online verlinken. Da habe ich es persönlich meiner Meinung nach für den günstigsten Preis bekommen. Man findet es genauso gut aber auch auf eBay und auf Amazon. Guckt da einfach mal selber, was ihr da so für euch findet. Umso mehr würde es mich natürlich interessieren, wie ihr zu dem Set steht, wenn ihr es schon selber besitzt. Ich meine, seid ihr auch schon mal im Sommer vielleicht damit raus ins Gelände gefahren und habt den ein bisschen ausprobiert. Ich meine, hier im Winter, also besser kannst du eigentlich in der Preisklasse, in der Produktgröße nicht abschneiden in so einem Test, meiner Meinung nach. Sagt einfach mal, wie er sich da geschlagen hat. Vielleicht mal ein bisschen felsig ist oder sowas. Das würde mich schon sehr interessieren. Und natürlich helft ihr damit dem Rest der Valleybrick-Community sehr weiter bei der Entscheidung, ob das Teil hier kaufenswert ist. Meiner Meinung nach ist es das auf jeden Fall, aber kann ja sein, ich habe ein sehr gutes Set erwischt, dass es da chargenmäßig Unterschiede gibt. Nicht, dass ihr dann das Set bestellt und seid dann damit am Ende unzufrieden. Wenn ihr es natürlich in der Qualität erwischt, wie ich es bekommen habe, dann ist das einfach super. Jetzt habe ich schon die ganze Zeit nur an Moderation eigentlich geredet. Wir haben natürlich noch ein paar Satzteile. Sind aber auch nicht unbedingt erwähnenswert. Sind halt ein paar Pins, ein paar Achsen und ein paar Kettengelenke. Wie gesagt, ist jetzt nichts Großartiges. Aber trotzdem immer wieder schön, wenn es dabei ist, weil man weiß ja nie, ob die Sachen wegkommen. So, schon wieder viel zu viel abgeschweift. Wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.